Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Wir spielen Soul Mask. Ich habe echt lange drauf gewartet. Der Release sollte eigentlich auch am 18. stattfinden, nächsten Monat sozusagen. Hat aber jetzt am 31. Mai stattgefunden, was mich mehr gefreut hat. Aber ich muss sagen, ich habe die Alpha oder die Beta jetzt gespielt gehabt und die war eigentlich ganz gut, bis ein paar Serverprobleme, also Serverprobleme kann ich es auch nicht nennen, Latenzprobleme vielleicht. Ja, war die ziemlich gut. So, dann fangen wir schon mal an. Wir fangen erstmal mit den Einstellungen an. Die Hardware, die ich habe, ist eine 4080. Prozessor ist, glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, obwohl ich den PC selber zusammengebaut habe. 13700K, glaube ich, war es gewesen. Also der übertaktbare Prozessor. Ja, also i7, 13700K. War das, glaube ich, gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Arbeitsspeicher waren es 32 GB. Ja, nur mal so. Ich spiele, glaube ich, aber trotzdem nicht auf sehr hoch. Wegen Performance spiele ich nur auf hoch. Das reicht eigentlich schon. Schattenqualität, das lasse ich erstmal so. Wenn es nicht gut läuft, kann ich ja immer noch reduzieren. Wenn es zu gut läuft, kann ich ja immer nach oben. Ne? Auf 120 FPS lasse ich das begrenzt. V-Sync weiß ich nicht. Ich lasse es erstmal an. Motion Blur aus, ja, definitiv. Tiefe, ja, das lassen wir das eigentlich so. Wir könnten auch hier auf Leistung oder Ultraleistung automatisch, aber ausgeglichen ist in Ordnung, denke ich mir mal. Bei Audio lasse ich das so. Ich muss sagen, viele Sachen hat das übernommen von der Beta-Server. Okay, wir spielen erstmal PvE. Also PvP werde ich auf jeden Fall erstmal nicht spielen, weil die arbeiten stets an dem Spiel. Ich glaube, die Performance wird jetzt nicht so geil sein im PvE und je nachdem, die werden Änderungen raushauen und alles Mögliche. Deswegen werde ich erstmal PvE spielen und nicht PvP. Falls ich mich hier versprochen habe. So, aber PvP-Server sind auch nicht verfügbar, so wie ich das gesehen habe. PvP-Server hier. Noch nicht veröffentlicht. Das kommt jetzt noch wahrscheinlich. Jetzt haben sie vielleicht ein paar Probleme oder sowas. Die PvE-Server sind ziemlich voll. Also einige sind ziemlich voll. Hier stehe ich aber auch, sehe ich auch nicht den. Ach, hier ist der Ping. Ach du Scheiße, okay. Der Ping ist mal. Oh, hier. Hier ist ein guter Ping. Also gucken wir mal. Jetzt müssen wir die Klasse anpassen. Okay, wir starten diesmal im Käfig. Das war, glaube ich, letztes Mal nicht gewesen, soweit ich weiß. Wir sind einfach da irgendwo gespawnt, soweit ich mich noch erinnern kann. Das wäre jetzt hier die Charaktererstellung. Haben sie jetzt auch nicht viel geändert, muss ich sagen. Mir haben da die Frisuren gefehlt. Ah, ich spiele übrigens mit Maus und Tastatur. Eigentlich bin ich Controller-Spieler. Aber ja, bei dem Spiel habe ich mich jetzt mehr oder weniger mal dran gewöhnt. Ich muss mich wahrscheinlich wieder dran gewöhnen, mit Maus und Tastatur zu spielen. War etwas angenehmer, weil für Controller, zumindest für PlayStation-Controller, ist das nicht so geil optimiert. Aber die haben immer noch Gesichtsbaracken hier drin. Also so ein geiles Gesicht, finde ich, gibt es hier nicht so. Aber okay, ich weiß nicht. Das ist okay, lassen wir den. Oder? Die Frisuren waren schrecklich, muss ich sagen. Ah, die Frisur. Ah, das ist schon Glatze fast die beste Frisur, aber ich glaube, ich lasse die hier. Oder man macht sich Mädel. Für die Mädels waren, glaube ich, die Frisuren besser gewesen. Aber wir bleiben bei den Typen. Hier ist weiblich. Oh Mann. Ja. Jeder sieht, glaube ich, warum ich gerade lache, oder? Ah ja. Es ist schon fast, sollte man schon fast einen weiblichen Charakter nehmen. Aber die Frisur da, das passt. Also es sieht ja schick aus. Na?
Oder das hier, das sieht doch ganz cool aus. Wiggle, 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 wiggle. So, jetzt reicht's hier mit dem Rumspielen. Ja, das Blöde ist, das verstellt sich jedes Mal hier. So, irgendwie. Alles andere habe ich ja nicht wirklich verstellt, ne? Ich glaube, ich hab's. Jetzt finde ich die Fresse auch nicht so gut. Mann, die müssten mal ein paar ordentliche Gesichter bringen, ehrlich. Ich weiß nicht. Egal, nehme ich den. Mega, die haben sich eine Geschichte dazu ausgedacht. Also am Anfang bist du einfach gespawnt, also in der Beta. So. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es drei Klassen. Eine Klasse war, glaube ich, Assassine. Eine Klasse war gemischt, wenn man sich nicht entscheiden kann, sozusagen. Und eine Klasse war Bogenschütze. Also, das ist der Assassine. Den hatte ich damals gewählt gehabt in der Beta, sozusagen. Hier hast du dieses Schleichen, dann. Aber ich fand's mehr oder weniger nutzlos, muss ich sagen, um ehrlich zu sein. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt bis hierhin gekommen bin und das noch geskillt habe. Das ist die Tarnung. Oh doch, ich glaube, die Tarnung nur um 10% waren es ja gewesen. War jetzt nicht so, ne? Gewesen. Aber das, was ich zumindest in den Videos gesehen habe, war. Geiler. Also man kann ja vollkommen verschwinden. Aber da brauchst du halt eine andere Ausrüstung, glaube ich. Oh ja, das war der Bogenschütze. Bogenschütze. Ah ja. Auch nicht schlecht, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich bin eher. Ja, was gibt's hier? Nach Reparatur. Also hier bist du eigentlich eher so auf Verteidigung, Überleben geskillt, so wie es für mich aussieht. Ja, ich nehme wieder den Assassinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, jetzt sind wir durch so ein Portal gegangen. Ah, okay. Jetzt landen wir auch da, wo wir jetzt in der Beta gelandet sind. Oder wo ich, besser gesagt, in der Beta gelandet bin. Ah, so wie es aussieht. Das ist einmal die Map. Ja, die Karte. Wir sind hier. Okay. Also in der Beta sind wir auch hier gestartet. So. Zum Spiel weiß ich nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Das Spiel ist meiner Meinung nach sehr angelehnt an Conan Exiles. Also wer das gemacht hat, gehe ich davon aus, der wird das Spiel hier auch mögen, lieben, wie man es auch nennen mag. Definitiv. Also mir hat das echt viel Spaß gemacht. So, wir brauchen erstmal jetzt hier ein bisschen Steine. Ah, schon ein bisschen ungewohnt. Das sind jetzt wahrscheinlich 15, 16 Tage her, dass ich das Spiel gespielt habe. Vielleicht ein bisschen mehr sogar, ja. Weil ich gesagt habe, es lohnt sich nicht. Ich habe irgendwo verkackt bei irgendeinem Boss oder irgendwas. Hab gesagt, es lohnt sich jetzt nicht nochmal, ne? Da waren ganz viele Sachen weg. Nochmal von neu anzufangen. Daher. So. Da muss man sich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Anfangssachen. Steinaxt. Baumzweige. Ich glaube, ich musste erstmal mit N. Okay. Ach, N war die Erklärung. Einführung. Braucht man nicht. Y. Okay. Und Wissen und Technologie war mit T. YT. Genau. Werkzeuge braucht man auf jeden Fall. Das brauchen wir erstmal nicht.
Den Rest brauchen wir. Na doch, eigentlich würde ich gerne Waffen, wenn es jetzt geht. Primitive Waffen. Steinwaffen können wir noch nicht, ne? Steinspeer. Also bei Waffen kann ich schon mal sagen, gehe ich auf Speer. Zeige euch dann nachher warum. Und welche Fähigkeit ich ganz geil. Holzspeer. Bogen braucht man eh immer. Ja, Schild. Habe ich keine Punkte mehr? Doch. Kann man mitmachen, aber das Ausweichen ist dann ein bisschen verändert. Bei dem Schild muss ich sagen. Ich hoffe, meine Tastatur ist nicht zu laut. So. Spitzhacke, Axt. Sense ist auch nicht schlecht. Reicht wahrscheinlich nicht, ne? So, wir haben hier Fressen bekommen. Ah ja, das ist immer noch drinnen geblieben, ne? Wenn ihr irgendwas herstellt, habt ihr halt die Chance, dass es, wie ihr seht hier, Waffe exzellent. Also sprich lila oder grün, hervorragend. Also Qualität, ne? Unterschiedliche Qualität bekommt. Ich dachte, das wäre nur für die Beta gewesen. Aber nein, das ist nicht nur für die Beta. Mir fehlt jetzt wieder das einiges an Zeug. Okay, wir haben wieder ein paar Punkte. So. Also, die ersten Schritte, ein bisschen Ausrüstung herstellen. Oh, das müssen wir auch noch lernen, ja. Stimmt. Das müssen wir auch noch lernen. Bin ich schon jetzt überladen? Ne. Gewicht sieht man ja unten. Aber Ausdauer geht schnell, oder? Es gibt auch unterschiedliche Baumarten. Oder zumindest das, was wir von den Bäumen bekommen können. Hartholz und normales Holz. Erhalten Hartholz, aber kein normales Holz. Brauche ich noch normales Holz? Wäre gut. Ausdauer. Zuerst wird die Ausdauer geskillt. Hab das Gefühl, dass die ein bisschen schneller runtergeht als wie in der Beta, muss ich sagen. Nüsse erhalten. Nüsse sind nicht schlecht, kann man essen. Okay, irgendwie kriegen wir die ganze Zeit hier nur Hartholz. Gab es unterschiedliche Bäume. So, eine Sense brauchen wir. Dann gehen wir auf Y oder T. Gucken. Okay, das können wir noch nicht. Technikpunkte. Bewusstseinsstärke. Okay, müssen wir noch ein bisschen warten. So, die Sense können wir hier ausrüsten, aber eigentlich brauchen wir gleich für einen Holzspeer Platz. Holzschild. Holzbogen. Dickes Seil könnten wir eigentlich hier herstellen. Aber haben wir noch nicht gelernt. Warum haben wir das noch nicht gelernt? Das ist eigentlich ganz wichtig. Sehr, sehr wichtig sogar. Hier dickes Seil. Zack. Nein, fuck it. Ich brauche kein Feuer. Ich brauche kein Feuer. Wenn, dann brauche ich großes Feuer. Ich brauche kein kleines Feuer, Junge. Weinreben brauche ich. Kann ich mit der Sense? Warte mal, wo ist denn hier das ganze Zeug? Ja. Mit der Sense kriegt man einiges an Weinrebe. Zusammen. Kann ich ein paar dicke Seile gleich herstellen, weil davon werden wir einiges brauchen. Kann ich euch schon versprechen. Ah, oh, ich hasse das. Es geht immer so schnell. Nein! Fuck it. Muss ich mich mal dran gewöhnen. Okay, das gibt's. Ich würde mal sagen, in der Beta gab's mehr Weinreben. Oder ich erwische hier. Ah, nee, die waren nicht aggressiv. Die Viecher waren nicht aggressiv. Stroh gibt's auch. Ich brauche ordentlich Weinreben. Ich glaube hier, ja. Hier kriegt man ordentlich. So, jetzt. Mann, 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 Mann. So, herstellen. So, jetzt. Am besten mit E und dann. Nutzen, ablegen, wegwerfen. Dann wegwerfen. Wenn ich nicht auseinanderbauen kann, dann wegwerfen. So. Zack, zack. Ist okay. So. Was ist der Plan? Was ist unser Plan jetzt hier? Ja, Tutorial. Ich brauche kein Tutorial, Mann. Ich habe das doch gespielt hier alles.
Aber ich will es auch nicht wegklicken, falls ich dann doch mal brauche. Es gibt übrigens, wer das nicht kennt, es gibt mehrere Masken. Ja, wir haben ja nur drei gesehen. Ich weiß nur nicht, wie es abläuft, ob wir im Spiel die Masken finden können oder wie die das machen können, ob die jetzt schon verfügbar sind oder nicht verfügbar sind, kann ich jetzt noch nicht sagen. Muss ich euch sagen. Das müssen wir dann im Spiel herausfinden. Dann gibt es diese grünen Kristalle. Das können wir. Wir können ja gleich auf dem Weg ein paar grüne Kristalle holen, damit wir hier schon Skillung machen. Die grünen Kristalle gibt's an solchen Stellen ganz gut. Hier öfters auch. Hier ist es ein bisschen leichter. Hier ist es ein bisschen schwerer an diesen Stellen. Frage von vornherein zu klären, wie deckt man die Map auf? Weil hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten. So, da gibt es nämlich hier diese Außenposten. Speer. Da muss man den Speer, aber das zeige ich ja später dann, den Speer sozusagen hypnotisieren. Mit der Maske hat man ja so eine Fähigkeit, sage ich mal. Und nachdem man den hypnotisiert hat, im Anführungsstrichen, deckt man die Karte auf und weiß, was auch da liegt, zum Beispiel, weiß ich nicht, Metall, Eisen oder sonstiges. Ne? So, unser Plan ist auf jeden Fall jetzt hier an diesem Fluss langlaufen, wenn man es einen Fluss nennen kann. Vielleicht auch ein See, ich weiß nicht. Doch, es ist ein Fluss. Ich glaube, der fließt nur von da nach hier. Auf jeden Fall hier Fluss entlang und dann den See entlang zu laufen und irgendwie vielleicht bis hier hinter zu kommen. So ungefähr hier oder hier. Vielleicht auch den ersten Speer mitnehmen, aber das könnte schwierig werden, den ersten Speer. Auf jeden Fall irgendwie so weit zu laufen. Und hier ungefähr bauen wir unsere erste Base, würde ich mal sagen. Da will ich jetzt wahrscheinlich noch nicht spoilern. Ich weiß je nachdem, warum. Das hat auf jeden Fall den Grund, dass die Ressourcen eher hier oben liegen. Und ich hatte meine Base früher hier gebaut irgendwo. Und dann hat man den Weg, ne? Also du musst dann weiterlaufen. Aber jetzt wollen wir mal starten. Wir markieren uns mal was hier. Markieren wir uns mal den Tempel. Wie war das gewesen mit, weiß gar nicht mehr, Y, R? Mit R war das so ein Dauermarkierer. War das V gewesen? Ja, genau. Okay, das war V gewesen. Mit V könnt ihr eine kleine, da stand wieder alles beschrieben, aber. Okay, beim Speer hatte ich ja richtig Pech gehabt, wie es aussieht, ne? Eins. Ach, Bogen wollte ich auch noch herstellen. Sperrfähigkeit. Habe ich die Fähigkeit? Ja, hier. Deswegen Sperr. Die Fähigkeit ist einfach nur geil. Was ich vergessen habe, was wir auch noch brauchen. Wir brauchen Steinmesser. Ja, Holz, Bogen. Das brauche ich gar nicht hier. Oh, blau. Ist okay. So, das hier sogar dahin. So. Oder so sogar. Von mir aus so, so, so. Ich mag das nicht, wenn da so Platz dazwischen ist, weil der wird da irgendwas reinschieben, vielleicht was mir nicht passt. Egal. So. Okay, das war mit E gleich, ja? Nee, mit E war diese Jagdwertung. Das ist wahrscheinlich beschissen noch. Level 3, edel. Doch, ne? War edel. Wobei es ja mit einem Schlag war. Federn brauchen wir für Pfeile, also später. Fleisch zum Kochen ist ja ganz klar. So, das sind so nur Schweinchen. Oh, okay, ich habe die Fähigkeit schon. Also mit Q hat man so eine, ja, Assassin, wer Assassin gespielt hat, kennt solche Fähigkeiten, ne? Kann man dann sehen. Ich könnte ja eigentlich ein paar Tiere mitnehmen. Weil. Okay, sehr gut. Das sind ja Punkte. Ah, hier Bestienblut brauchen wir auch. Ja, super, die ganzen Aufnahmen für den Arsch. Also, ich komme immer noch nicht richtig klar. Ich musste umstellen, leider. Von F. 2 und F3, glaube ich, auf Aufnahme drücken und halt Aufnahme beenden, musste ich umstellen auf andere Tasten habe ich, sage ich mal, Shortcuts und ich mir, ja, ist echt blöd. Ich habe die Tasten verwechselt. So, ich habe die Tasten verwechselt,
Was richtig, richtig ärgerlich ist, da ist jetzt eine Stunde Aufnahme wahrscheinlich flöten gegangen dadurch. Was mich richtig anpisst, ganz ehrlich. Ja, aber was willst du jetzt machen? Kannst du nichts machen. Was bis jetzt geschah, auf jeden Fall, kleiner Rückblick, aber da müssen wir eh wahrscheinlich noch ein paar Mal hin. Hier, mysteriöse Ruine. Haben wir ein paar Mal überfallen, also einmal überfallen, nicht ein paar Mal überfallen. Da bekommt hier dieses Zeug hier, Sonnensteine und grüne Kristalle. Sonnensteine braucht ihr jetzt, seht ihr unten das Gewicht und daneben ist ja die Maske sozusagen aufgemalt. Also braucht ihr für den Assassinenblick sozusagen, wer Assassin-Spiel gespielt hat, der kennt's, braucht ihr diese grünen Sonnensteine. Die verbraucht ihr und dann seht ihr, bei der Maske ist es gestiegen, das Grüne. So, damit ihr diese Sicht aktivieren könnt. Diese anderen Grüne braucht ihr auf Y meine ich, drückt ihr. Da habe ich auch schon mal investiert in Fäustlinge. Was total unnötig ist. Eigentlich wollte ich einen Speer. Ich möchte mit dem Speer spielen. Mit dem Speer spielen möchte ich wegen dieser Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob das gezeigt worden ist oder ob die Aufnahme auch flöten gegangen ist. Die Fähigkeit ist einfach nur geil. Also habt ihr so einen Faden dran oder ein Seil und dann könnt ihr Speer werfen. Er bleibt dann hängen im Gegner und dann könnt ihr den Gegner auch zu euch ranziehen. Das ist einfach geil, fand ich bis jetzt in der Beta. Mit am besten. So, was gibt's denn noch? Ja, das sind soweit die Fähigkeiten. Die habe ich freigeschalten. An dem Tempel könnt ihr hier die Kontrolle freischalten, damit ihr diese Fähigkeiten lernt, sozusagen. Da wird die Maske repariert. Hier habe ich jetzt bis jetzt nichts Großartiges halt. Ausrüstung. Ja, also nichts Großartiges. Leuchtfeuer gelernt, damit ich jetzt eine Base bauen kann. Habe euch eigentlich gezeigt, wo ich früher hatte ich eine Base hierhin gehabt irgendwo oder hier sogar. Jetzt habe ich wollte eigentlich ja noch höher gehen, aber ich habe gemerkt, die Gegner werden immer stärker hier und ich bin noch Low Bob. Deswegen lohnt sich das nicht. Ja. Deswegen mache ich hier eine kleine Zwischenbase. Hatte ich gemeint, wollte ich das Video abspeichern und ja, habe ich dann gemerkt, es hat gar nicht aufgenommen. Richtig geil. Ja. Deswegen müssen wir mal gucken. Wir müssen aber Bewusstseinsstärke 10 eigentlich erreichen. Aber egal, dann machen wir das nach. Was willst du mit dem Tutorial wieder zeigen? Maskenenergie. Ja, hier. Eigentlich erklärt das Spiel. Man braucht gar nichts zu erklären. Das Spiel erklärt alles hier. Maskenenergie. Ja. Kann man den Tutorial da alles durchlesen? Wer sowas mag, ich finde es am liebsten selbst heraus. Aber das Problem ist, manchmal dauert es und man kriegt es gar nicht mit und hat einen Nachteil gegenüber anderen Spielern. Ja. Daher. Naja, so ist der Plan auf jeden Fall. Die Base, die ersten Speere. Ich habe hier auch den ersten Speer, damit ich hier die Karte aufdecken kann. Den kann ich aber nicht platt machen. Also gehe ich davon aus, ich kann jetzt nicht platt machen. Der ist Level 20, glaube ich. Oder 19 oder sowas. Ich bin Bewusstseinsstärke 8. Und es gibt ja übrigens auf Tab, so auf Charakter. Hier könnt ihr auch, zum Beispiel hier habe ich geskillt. Ich hatte einige Punkte, da können wir wieder skillen. Agilität habe ich geskillt, weil ich ja mit einem Speer vorhabe zu spielen. Doppelklingen fand ich nicht so geil. Fäustlinge habe ich gar nicht gespielt in der Beta. Ich spiele eher so eine Waffe auf mittlere Distanz. Also du kannst ja mittlere Distanz nutzen beim Speer durch das Werfen. Und Nahkampf sozusagen ist halt ganz geil. Belastbarkeit habe ich geskillt wegen Ausdauer ist ganz gut. Und Konstruktion wegen Leben. Hier ist Tragelast und andere Waffen wie Hammer, Großschwert. Hammer ist übrigens ganz geil, kann ich auch empfehlen. Aber ich konzentriere mich erstmal auf den Speer. Hammer durch die Betäubung. Sonst habe ich immer gesagt, oh, langsam und dies und das. Wenn man sich dran gewöhnt, ist Hammer sehr, sehr, sehr stark. Also Hammer und Speer würde ich fast je nach Gegnerwahl, ne? Und Wahrnehmung ist Bogen gewesen. So. Ja. Je nach Gegnerwahl. Ist es zu empfehlen, Hammer zu nehmen? Oder Speer halt. Da muss man gucken. Ich habe schon langsam Hunger. Ich muss was essen. Ach da.
Neben diesen Masken-Icon haben wir übrigens unser Müdigkeitsbalken, sage ich mal. Wenn wir irgendwann müde werden, können wir weniger tragen. Haben wir noch andere Debuffs? Ich weiß gar nicht mehr. Verlieren ein bisschen was an Ausdauer. Aber nicht mehr 103 Ausdauer, sondern weniger. Ne? Also je nachdem muss man da ein bisschen gucken. Und dafür braucht man ein Bett, um sich auszuruhen. Oh, das sollte mich mal heilen, vielleicht ja. Nö. Das ist wahrscheinlich, weil ich ja hier. Das hier muss ich anlegen. Und das hier, okay. Hatte ich Glück gehabt, habe ich das, glaube ich, erklärt, ne? Mit den Fähigkeiten, habe ich die Fähigkeiten gezeigt. Fertigkeiten können. Das Können steigt immer, wie ihr hier beim Holzfällen sehen könnt. Ich muss so und so viele Bäume hier fällen, dann steigt mein Ertrag. Irgendwann glaube ich auch das Tempo und. Wir haben 12,55. Weiter als 50 geht's nicht, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, werden immer besser, auch im Herstellen. Dann haben wir zum Beispiel bei Rüstungsherstellung mehr Glück, dass da was Besseres rauskommt. Ne? Also lila, Gold, Rot war, glaube ich, noch besser als Gold gewesen. Ja, soweit ich weiß, wenn das alles noch drin ist. Das sind unsere Fähigkeiten mit dem Speer, was ich werfen kann. Ne? Können wir noch anscheinend andere lernen. Ich weiß nicht, ob hier noch eine frei war in der Beta. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. So viel zu dem Thema. Ich vergleiche, also ich finde, das Spiel hat einiges anscheinend von Conan Exiles abgeschaut, was gar nicht schlimm ist. Aber ich hoffe, dass es auch einiges anders macht, was mir an Conan Exiles nicht gefallen hat. Ich muss sagen, ich habe es auf PS4 gespielt. Geil, der Nachbar hat sich jetzt mal entschlossen, einfach mal zu bohren. Heute. Genau heute. Da, wo das Spiel rausgekommen ist und wo ich aufnehme. Ja. Geil. Naja, ich mache ja jetzt nicht viel. So, ich werde das jetzt hier mal ein bisschen kurz halten. Ich werde hier ein bisschen was abbauen, eine kleine Bude herstellen, hinstellen, und dann sehen wir uns. Ja, würde ich sagen. Also bis dahin. So, ich habe ja überlegt, direkt eigentlich aus Holz, aber das wird ewig dauern jetzt. Also es sind noch zwei Level und ich will ja jetzt direkt bauen. Und man kann es ja ersetzen. Ist zwar vielleicht doppelt gemoppelt, aber ich habe keine Lust, weil wenn ich jetzt kämpfe, kann es passieren, dass ich sterbe. Ja, und das ist alles blöd. Deswegen, ich glaube, Technik zurücksetzen kann man auch, ja. Keine Materialkosten für diese Technik. Okay, es kostet auch nicht mal was zurückzusetzen. Geil. Das erste Spiel, wo es auch ganz einfach ist, das alles zurückzusetzen. So, wo haben wir denn jetzt hier? Hä? Wo waren das? Ach, hier. Okay. Hier sind Wände, Dächer, Türen, auch Stroh. Und Kiste brauche ich ja auch jetzt erstmal. Leider. Kann man nicht ändern. So. Auf. Lagerfeuer habe ich ja schon gebaut. Wo waren die Bauteile hier noch? Strohkiste brauche ich wahrscheinlich. Strohfundament. Was machen wir denn? Machen wir 12. Strohboden. Mache ich nicht. Ich mache so ein Strohdach. Drei Stück, das ist natürlich wenig. Strohfenster nicht verwechseln mit Strohwänden. Aber ich glaube, ich kann jetzt nichts mehr herstellen. Dann würde es vielleicht Sinn ergeben, erstmal Strohwände zu bauen. Wenigstens drei. So. Zack. Nein. Und gucken wir mal. Platzieren wir das mehr am Wasser oder eher hier? Ich glaube, wir platzieren das hier, weil es gibt einen blöden Trick. Ich weiß nicht, ob der immer noch so drin ist. Man kann ein Tier hier anlocken. Hier ist in der Nähe zum Beispiel ein Anaconda. Und dann könnte ich die Strohbase richtig schnell mit diesem Tier auseinandernehmen.
Das würde richtig, richtig schnell gehen. Und dann hast du halt den Platz, ne? Wenn du den Platz willst, dann hast du den Platz dann danach. Das ist es nämlich. So, es wird nach unten immer höher gehen, ne? So, dann sollte ich hier so ein bisschen tiefer starten. Glaube ich, so. Hier. Weg damit. Ich will jetzt die Base nicht zu groß bauen, aber die darf auch nicht zu klein sein, weil man doch am Anfang sehr viel Platz braucht. Ich hoffe, das ist hier genug Abstand. Ich denke mal. Zack. Ah, jetzt habe ich wieder diesen Baum in Visier genommen. Ich könnte eigentlich noch ausweichen. Ich glaube, das Deplatzieren war auch ganz geil, ne? Demontieren. Problemlos. Was auch geil ist, finde ich. Ach scheiße, ich Idiot, ich hätte es nicht demontieren sollen. Sondern, oder? Warte mal, gab's noch? Abreißen, demontieren. Abreißen ist kaputt machen. Demontieren ist, glaube ich, einfach nur. Genau, ich habe 9 Stück dann. Das ist gut. Ich will den Baum nicht haben eigentlich, aber es führt keinen Weg drum herum, wie es aussieht. Leider. Zack, weil das hier wird sonst zu klein sein. Also. Und hier weiter nach außen funktioniert es auch nicht, ne? Es führt kein Weg drum herum, leider. Hier kann ich ein normales Dach setzen. Das wird dann funktionieren mit dem normalen Dach. So ein Strohdach. Ja. Es regnet, das nervt. Das ist nicht gut. Ich kann das Feuer jetzt nicht platzieren. Ich brauche dickes. Was? Ich brauche dickes Seil? Alter, ich habe vorhin so viel dickes Seil hergestellt. 70 stelle ich jetzt mal her. Strohfundament. Brauche ich noch mehr Fundament? Ja, ne? Ich brauche noch mindestens 2. Und hier noch eine Reihe. Ja, also zu klein darf das Gebäude jetzt auch nicht sein, um ehrlich zu sein. Kann man nichts machen. Aber ist ja aus Stroh. Strohwände. So, Strohfundament brauche ich. 1, 2. Ja, so 5, 6 Stück wahrscheinlich. Mach ich mal 5. Strohböden brauche ich doch. 2 Stück erstmal. Strohtürrahmen brauche. Na, brauche ich eigentlich nicht. Strohtürrahmen brauche ich nicht. Strohwände halt. Die sollen mir dann aber folgen. Weil die kann ich immer noch als, wenn ich zu wenig Platz habe, als Trageesel nutzen. Strohfenster. Nein, nicht schon wieder diese Strohfenster, ehrlich nicht. Strohwand, Stroh habe ich gebraucht. So. Jetzt habe ich dir aber meine Axt gegeben. Die brauchst du eh nicht. Gib die mir zurück, Alter. Wenn du nicht arbeiten willst. So. Jeden Fall ganz gut, dass der Nachbar nicht wieder bohrt. Ach, die Sense ist jetzt kaputt. Freue mich schon, wenn ich bessere Sachen habe. Dass die nicht so schnell kaputt gehen. So. Zack. Haben wir jetzt genug Stroh? Ich denke mal. So. Häuschen. Wir brauchen nur noch eine Wand. Und der Rest, eine Treppe wahrscheinlich. Habe ich schon eine Tür hergestellt? Eine Tür und dann Dächer. So viele. Na, okay, so viele nicht. Aber ich glaube, vielleicht 7, 8 Stück nehmen mehr. Wahrscheinlich noch mehr. So. Ey, warte mal. Komm mal runter hier. Treppe zuerst. Danach Tür. So. Zack, das passt. Neue Tür. Auf Set kann ich die wieder ändern. So eine Double Door machen. Doppeltür hier. So, eine Wand. Zack. Nein. Böp. Böp. Ist auch schön hoch genug. Jetzt brauche ich noch mehr davon. Also dauert schon ein bisschen. Am Anfang. Kostet schon Zeit, obwohl ich eigentlich weiter vor wollte. Aber ich, ohne Reittier bringt das nichts. Weiter vor ohne Reittier. Und der Plan ist jetzt,
die Bude aufzubauen, bisschen mich auszurüsten, bisschen besser, wenigstens vielleicht auf Knochensachen. Und dann ins Dorf gehen. Hier müsste. Ah, hier ist es. Barbarenkaserne. Da reinzugehen und zu gucken, ob ich bis zu den Lamas komme. Da müssten ja Lamas sein, also außer die haben das jetzt geändert. Also hier nochmal, ich weiß nicht, Spoiler, nicht Spoiler, aber ich glaube, jeder, der guckt, den ist ganz klar, man wird sowieso gespoilert irgendwo. Also ja, daher. Ich weiß auch schon, in welchem Bereich sich Eisen befindet. Also war das Eisen? Kupfer? Zinn? Zinn und Kupfer, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber hier und hier ungefähr in den Bereichen, also hier ist Wasser, ich glaube hier irgendwo, befindet sich halt auf einer Seite Kupfer und auf einer anderen Zinn, glaube ich, oder so. Und zusammen ergeben die dann, weiß ich nicht mehr. Ah, ich bin zu dumm gerade. Ah, so, was war es denn gewesen hier? So, Bronze. So, ich glaube Zinn und noch irgendwas ergeben Bronze. So war das, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Bis Eisen kam ich gar nicht. Bronze. So, und auf der anderen, auf einer Seite ist halt Zirn. Zinn, nicht Zirn. Zinn. Und auf der anderen Seite ist halt, weiß ich nicht, war es nicht Kupfer gewesen? Bitte dreh dich um. So, ja, genau. Ich glaube vor allem, der Platz reicht mir nicht, Meier. Ich glaube, ich hätte zweistöckig bauen sollen, ich Trottel. Ich glaube, ich brauche da viel, viel, viel mehr Platz eigentlich. Ja, dann zieh mal schneller um. Egal. Muss ich mal gucken, anders. So, wie war das? F-Position wechseln. So. Dann zieh mal halt schneller um. Ah, das Problem ist immer noch drin geblieben hier. So. Tap, tap, tap. Jetzt brauche ich hier Ecken. Da brauche ich mindestens noch einmal. Dann brauche ich diese Ecken. Kann ich jetzt noch einmal herstellen? Und dann gucke ich mal. Strohdach. Da war doch mehr gewesen von dem Zeug damals. Oder kann ich das. Oder konnte ich die drehen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, so kann ich die drehen. Okay, dann passt es ja. Waren es nicht mehr gewesen von diesen Ecken? Ich weiß nicht. So, okay. Passt. Dann verwechsel ich schon wieder hier. Das brauche ich nochmal. Nein. Nein. So. Ich glaube, wir können jetzt aufhören. Machen wir das hier weg. Einfach nur eine Wand, oder was? Und dann hätten wir ja hier auch demontieren können. Okay. So, so, so. Das sollte passen. Stroh, 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 Stroh. Passt das überhaupt da? Ich hoffe, da passt was dazwischen. So. Kann ich auch wieder reparieren direkt. F. 7. 7. So viel Stroh hier, aber hier sind eigentlich genug Ressourcen für sowas. Kann ich euch übrigens auch empfehlen. Also, hier ist es relativ ungefährlich. Ihr seht, ihr startet ja irgendwo hier und ich bin hier so einfach am Wasser. Aber Vorsicht, das sind Krokodile und die machen euch platt. Bin ich mit relativ safe. Also, wenn ihr so schnell wie ich hier vor wollt, die machen euch relativ schnell platt. Deswegen kann ich euch hier eigentlich empfehlen. Also dieser Bereich, genau wo ich mich befinde, ist eigentlich ganz gut. Hier habt ihr keine Krokodile hier vorne im Wasser. Keine Tiere, die euch angreifen. Aber ihr müsst erstmal bis hier hinterkommen. Und dann habt ihr auch Wasser direkt. Also eigentlich zum Startgebiet. Top. Eigentlich gut geeignet. Und ihr habt eine Chance, das habe ich ja vergessen zu sagen, aber das habt ihr ja gesehen. Hoffe ich, das war doch in der Aufnahme gewesen. Hier, auf so einem Vorbeiläufer, der einfach mal vorbeiläuft und sagt, hey, ich will mich euch anschließen. Ne? So, den Ring können wir erst herstellen, wenn wir so ein Tastali. Ich weiß nicht, wie das Zeug heißt, ehrlich gesagt. Irgendwas mit Tali. Ah, warte mal. Okay, doch nicht. Türkisstein. Irgendwas mit Tali. 0. Zack.
Zu. Brauchen wir mehr, ne? Das wird nicht reichen. Ja, eins hat nicht gereicht. Unbedingt, übrigens empfehle ich euch unbedingt ein Dach zu setzen. Wie gesagt, wenn es regnet, kann es ganz schnell passieren, dass das ausgeht. Und dann habt ihr auch keinen Spawn mehr. Also könnt ihr auch nicht am Lagerfeuer wieder spawnen. Und das könnte bescheiden enden, weil sonst spawnt ihr da, wo ihr am Anfang gespawnt seid, ne? Und das wird richtig ärgerlich dann. So, ich würde mal jetzt einiges hier ablegen. Fleisch könnte ich grillen übrigens. Zack. Maiskolben könnte ich grillen. Das müssen wir. Achso, das müssen wir glaube ich hier auf. Hä? Wie war das denn gewesen? Ach hier. Ach, jetzt ich bin so. Ich glaube, deppert, Alter. Wahnsinn. Jetzt habe ich Mais so gefressen. Ihr habt übrigens auch je nachdem, was ihr esst, ne? Ja. Hier war es Heilung, glaube ich. LP 50. 5 Minuten lang halt das immer wieder LP und. Je nachdem. Müsst ihr euch immer einfach mal durchlesen. Knochen, Bestienhaut ist eigentlich gutes Zeug, was man auch dann später braucht. So. So. Das ist jetzt erstmal unsere kleine, gute kleine Base. Aber wirklich, ey, recht klein. Wirklich. Eigentlich schon fast viel zu klein. Was ich eigentlich bräuchte, und ich darf gar nicht online gehen, bis ich das habe wahrscheinlich, ansonsten macht jemand diesen Arschloch-Move, sind diese Palisaden. Wo waren die gewesen? Die hier. Holzwall. Da muss ich noch ein bisschen besser werden. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich dich jetzt mitnehme. Kann sein, dass wir auf die Fresse kriegen. Und ich dich verliere. Das kann definitiv sein. Hier sind auf jeden Fall, hier kommen jetzt gleich Schweinchen. Und da ist das Dorf direkt. Also hier habt ihr perfekt, um. Warum ist es auch geiler Startgebiet hier? Das ist Papagei gewesen. Zack. Ja, super. Schweine. Die sind, guck mal. Die machen auch guten Schaden. Oh ne, nicht das, wo er mit dem abhauen. Das habe ich schon da gehasst. Und gleich kommt das Vieh wieder. Vollgeladen mit dem Leben. Ah. Aua. Das ist noch eins. Fuck it. Ich werde gleich verrecken wahrscheinlich. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Lad bitte. Aber man merkt schon, ne? Die sind hier 16 und ich bin unterlevelt bei denen schon. Bei den Schweinen, wie man das merkt. Gerade. Ach, 6. Bitte 6. Die fightet gerade. Oh, ich habe noch eins angelockt. Ja, komm. So, ich muss mich mal heilen. Ah, das ist 9. Das ist die ganze Zeit verwechselt. So, Alte, kannst du den mal angreifen? Ja, jetzt sind es wieder 2. Und das hasse ich bei denen. Die kommen immer wieder dann zurück. Sobald die sich ein bisschen geheilt haben, kommen sie immer wieder zurück. Deswegen muss man die, darf man die gar nicht entkommen lassen. Oh, fuck it. Mann, das ist übelst nervig. Das ist 9. Ja, guck mal. Jetzt kommt das Vieh wieder zurück. Ah, ich habe vergessen, bei meiner Bandage Bandagen reinzulegen. Weil es reicht meistens an Ausdauer nicht, um die direkt kaputt zu kloppen. Die sind wirklich, ey, die sind richtig nervig. Das hat mich richtig abgefuckt die ganze Zeit immer wieder. Bis man natürlich dann so weit ist, dass man die direkt platt machen kann. Aber ansonsten fucken die einen ab, echt. Oh, Bestienfell kriegt man jetzt öfters. Warte mal, meine Süße. So, aufteilen. Steht.
Heating. So. Ja, zack. Du kriegst auf jeden Fall hier Bandagen. Genau. Ich glaube, man konnte auch Verhaltenseinstellungen, Autobandagen einstellen. Okay, automatisch essen. Kampfstil, Fernkampf normal. Verhaltens. Umbenennen. Also es war mal gewesen, dass man einstellen, ja, bei 80%, dass du bei 80% direkt die Bandagen nutzt. Und ich glaube, ich brauche einige Bandagen wieder. Ach scheiße, grober Stoff, den habe ich hier abgelegt, ne? Ja gut, so viel brauche ich nicht. 50 reicht. Dann kann ich schon einige Bandagen herstellen. So, das ist das Dorf übrigens. Es gibt zwei Eingänge in das Dorf. Hier vorne einer und drüben einer. Je nachdem, was man mehr mag. Wo man mehr mag. Reingehen. Alles beides. Der Vorteil ist hier, du kriegst hier Gemüse. Gemüse und Obst, glaube ich. Obwohl, bei Obst weiß ich nicht. Aber Baumwolle kriegst du hier. Tomaten. Möhren waren es. Möhren. Mais auf jeden Fall hat man bekommen. Alles zu weit weg, okay. Ah, sollte ich mal reparieren. Aber man bekommt hier auch sehr schnell auf die Fresse. Kann ich auch direkt sagen. Immer so nebenbei. Was ist denn mein Level? Bewusstseinsstärke Level. Okay, jetzt könnte ich schon sogar alles aus Holz bauen. So. Dann will ich das hier haben. Ich will ja das hier bauen. Dafür brauche ich... Ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür brauche. Ich glaube, man hat es irgendwo hergestellt. In einer... Schreiner, Werkbank oder sowas. Basisschleifer. Schleiferei. Tischlerei. Gut, habe ich schon gelernt. Muss ich alles herstellen. So. Aber wir fighten erstmal. Und es sind nicht wenige. Und die haben auch nicht Low Level, ne? Okay, der. Oh, bitte. Lass mich mal in Ruhe da oben. Vor allem, ist die zu denen gegangen? Ich dachte, die macht den jetzt platt. Hä? Warum sind meine... Achso, ich habe vergessen, die Bandagen wieder reinzumachen. Scheiße, die wird jetzt platt gemacht wahrscheinlich. Ich könnte natürlich jetzt wegrennen. Oh, mein Gott. Ey, das, wir haben so viele angelockt. Das ist ja der Wahnsinn. Aua. Nimm mal zwei. Jetzt Schild. Zack. Boah, ey. Wie war denn das gewesen? So, okay. Hä? Du warst doch tot, Alter. Ja, klar. Und jetzt kommt noch ein Schwein. So, neun. Neun. So. Oh. Achso, das ist eine Gegnerin. So. Weg mit dir. Fightet der jetzt mit dem Schwein? Komm. Jawohl. Hab dich erwischt. Opa, die hat mich auch erwischt. War das F gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Oder war das... Stein, Großschwert. Ja, hier gibt es schon Zeug auf jeden Fall. Aus Stein. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Mann, das nervt mich voll. Was? Ich war der Meinung, man hat einfach den Knopf gehalten. Gut ist. Ja. Oh nein, das ist nicht gut. Nein, jetzt macht er seine Finish-Fähigkeit. Ich bin fast tot, Alter. Greif ihn doch mal an. Oh, die ist so hohl. Die heizt sich wahrscheinlich jetzt. Habe ich ihn jetzt getroffen? Ja. Oha, die ist fast verreckt. Komm mal her hier. Herumschleicher, du.
Ist hier noch jemand? Oder ist es nur der? So. Nein. Ach, fuck it. Letzte Sekunde geht er weg. Oha, 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 oha. So, jetzt haben wir. Ja, ja. Oha, der haut rein, Alter. Der hat die gekillt. Oder? Nee. Was ist denn jetzt? Jetzt hat er keine Ausdauer mehr. Okay, sehr gut. Kette. Ja. So, wie viel hast du noch? 6 Bandagen. So, ist okay. Und wir haben hier schon einen besseren Bogen. Das Zeug ist auch um einiges besser. Ja. Komm mal her hier. Dann kriegst du schon mal einen Bogen. Kriegst du Holzpfeile. Ich nehm das hier. So. Jetzt für Anfang so. Halskette. Wie sieht's bei dir aus? Oh, bei der ist das ganze Zeug kaputt, Alter. Deswegen kassiert die auch wahrscheinlich so einen Schaden gerade. Pam, 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 pam. Fertig, ne? Reicht erstmal. Essen hat sie. Ah. Vielleicht mal reparieren. Das kann ich nicht reparieren. So, okay. Nein. Bitte auch nein. Ich könnte auch Steinschwert benutzen übrigens. Das macht ein bisschen mehr Schaden wahrscheinlich. So, die 7. Ah, wir werden angegriffen. Nicht. Ah, fuck it. Die will das Feuer entzünden. Nein. Wenn sie das Feuer entzündet, habe ich richtige Probleme. Ja, ich habe richtige Probleme. Komm, geh kaputt. Och man. Ich brauche besseres Zeug. Na komm. Okay. Das ist jetzt scheiße, aber richtig. Nein. Ausweichen und weg hier. Ja. Das mit dem Feuer ist nämlich Verstärkung. Dann kommt die Verstärkung und macht dich platt. Habe ich vergessen zu erwähnen. Deswegen müssen wir uns jetzt verpieseln. Shit, ey. Das war jetzt richtig blöd gewesen. Von meiner Seite. Aber ich hab die auch nicht bekommen. Habt ihr ja gesehen. Das war richtig dumm gewesen. Vor allem das Ding ging auch nicht kaputt. Ich meine mal, ja, es geht schwer kaputt, aber es hat ja ewig gedauert. Habt ihr auch gesehen. Ich glaube, die gehen auch nicht so schnell weg. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kann ich jetzt vernünftiger... Oh, ich kann jetzt hier vernünftiger drüber springen. Das hat damals nicht so gut geklappt. Die geht natürlich darüber, wo sie jetzt... die anderen triggern kann, aber ne, passt. Baumwolle brauche ich auf jeden Fall. Was sind denn das? Tomaten? Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Eigentlich so gut wie gar nicht. Zack. So. Ich bin zu schwer. Ne, ich bin nicht zu schwer. Aber ich kann trotzdem das Zeug bei ihr ablegen, oder? Zumindest die Tomaten. Baumwolle behalte ich. So, okay, die läuft immer noch. Okay, die kann ich platt machen. Komm mal her hier. Oh, was? Wann bist du zu mir gekommen? Au. 2. Komm mal her hier. Hä? Warum haust du von mir ab? Boah, was ist denn hier los? Boah,
ich glaube, ich verrecke gleich. Nein, die sind auf einmal wieder mehr. Wo kommen die denn alle her? Verstehe ich nicht. Nein, 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 nein. Mach die doch mal platt. Dann haben wir schon mal ein bisschen weniger hier. So. Fuck it, ey. Nein, 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 nein. Die will wieder das dämliche Feuer aktivieren, Alter. Das sollte man nicht zu... Guck mal, ey. Die lässt sich aber auch nicht verhindern hier. Komm her, habe ich gesagt. Du aktivierst das dämliche Feuer nicht. Ehrlich. Oh. Knochenklinge. Hier, guck mal. Nimm die hier. Kannst auch damit arbeiten. Ich glaube, ich nehme die auch. Weil das ist um einiges macht mehr Schaden jetzt. Als das andere Zeug. Au. Nur kann ich damit gar nicht umgehen. Okay, die hat das. Hä? Das normale Zuschlagen ist ja gar nicht geil, meiner Meinung nach. Das dauert ewig. Da bin ich mit dem Speer viel, viel besser. Also, gefällt mir nicht. Oh, hallo. Ich habe auch gar keine Ausdauer gerade. Ja gut, okay. Stein, ja. Okay, okay. Ich brauche jetzt mal langsam... So. Das Zeug. Bandagen wahrscheinlich auch für die, für mich. So, wie sieht's aus? Du kriegst die Steinkette jetzt. Ah, Schuhe kriegst du. So, passt. Neuner. Wie viel hast du? Bandagen? Hast du gar keine mehr. Dann kriegst du jetzt die Elber Bandagen. Ich hoffe, der macht jetzt hier einige. 20 Stück für mich. Das wollte ich doch gar nicht. Ich brauche hier Bandagen. Oh. Ach, das ist der oben wahrscheinlich. Mit seinem Bogen. Kürbisse kann ich mitnehmen für Lami dann. So. Das ist Mais, glaube ich. Ach, der ist auch schon fertig. Mais ist auch gut. Es verfällt nur alles nach und nach. Aber ist gar nicht so schlecht, wenn wir das trotzdem einsammeln. Kartoffeln. So. Kürbisse. Das ist eigentlich eine gute Ernte schon. Was ich hier so eingesammelt habe. Die Viecher fressen nämlich Mais. Maisfutter kann man auch draus machen. Da ist es besser eigentlich, das zu farmen. Immer solche Sachen hier abzufarmen, anstatt selber was anzubauen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat oder nicht. Bitte Kartoffeln will ich auslegen hier in die. Ja. Ich glaube, wir gehen jetzt aber zurück. Weil ansonsten kriege ich irgendwann mal hier in die Fresse. Auf die Fresse. 11. Okay. 11 ist okay. Ist jetzt nicht besonders. Ein bisschen Salz kann ich mitnehmen. Wer bist du? Okay. Ja. Ist klar. Gib mal. Ja gut, den haben wir. Den haben wir. Oha. Was der für ein Zeug hatte. What the fuck? Der Boss. Hier gibt es auch einen Boss natürlich. Der droppt auch cooles Zeug übrigens. Nur mal so nebenbei. Coolen Stuff. Aber den zu platt zu machen alleine ist ein bisschen, ja. Bisschen schwierig, muss ich sagen. Kompost nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Hier oben haben wir nämlich Sklaven. Da, die sind in den Käfigen, also hier. Sind öfters auch ganz gute Sklaven, die kann man zähmen. Also zähmen, Versklaven. Hier über die Brücke und dann hier so lang. Und dann da kommt man zum Lama. Und zum Boss. Und davor ist auch noch ein anderer Boss. Also, ja. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Würde ich mal sagen. Das reicht jetzt erstmal. Gehen zurück.
bauen uns, statten uns ein bisschen aus, machen mal eine Küche, machen wir Schreinerei, Tisch oder Tischlerei, Schreinerei, Tischlerei, wie auch immer. Was noch? Ja, die Mauer drumherum, das muss als erstes gemacht werden. Die Mauer drumherum, das ist ganz wichtig. Ich guck mal, ob die Anaconda hier ist oder nicht. Weil hier ist nämlich eine Anaconda gewesen. Die ist mal gerne hier rumgekrochen. Ah, jetzt sehe ich sie gerade nicht. Aber auch gut so, weil gegen die hätte ich jetzt gar keine Chance. Wir können auch den Bereich mal schnell aufdecken, davor noch sogar. Würde ich mal sagen. Ah, das ist unser kleines Häuschen hier. Ich weiß nicht, aber ja, wer weiß, wie lange ich hier brauche. Ich sollte schon drumherum. Ah, ich brauche auf jeden Fall eine Kiste, aber wir bauen jetzt keine Kiste aus Dings. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier eine Holzkiste herstellen können. Das ist hier das besondere Bett. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. War hier nicht die Holzkiste, das ist die Toilette gewesen. Stuhl, Möbel. Braucht man nicht, braucht man nicht. Wir brauchen eine Holzkiste. Die sind auch nicht schlecht hier. Die hatte ich damals auch gelernt gehabt. Die habe ich platziert, um hier und dem Holzwall. Mittlerer. Muss ich mal gucken, wo die Holzkiste. Ach, hier. Och, nö. 15. Das dauert. Das dauert noch ewig. Da brauche ich eine normale Kiste. Aber was ich schon machen kann, ist das hier. Das brauche ich definitiv. So. Zack, zack, zack. Drei Stück. Yep. Dann Bestien Waffen. Kann ich noch nicht. Brauche ich noch ein Level? Das brauche ich eh. Brauche ich. Brauche ich. Hier eher nicht. Schleifer brauche ich, glaube ich, nicht. Eine Weile. Töpfertisch. Ja, brauche ich. Das brauche ich auch, weil ich brauche die Schüsseln fürs. Ist besser, so eine Fleischbrühe zu machen als normales Fleisch. Warum? Wieso? Weshalb? Ganz einfach, weil du dann immer was zu trinken hast. Das ist auch gleichzeitig trinken. Beim normalen Fleisch frisst du nur und machst dann halt Durst nicht weg. Deswegen empfiehlt sich sowas. Kann ich gleich sagen. Beim Trockner empfiehlt sich das. Irgendwo hat man dann einen Trockner. Hier. Empfiehlt sich dieses Fleisch. Stellt ganz gut Lehm her. Aber halt, ne, brauchst du Salz und Fleisch halt. Tierzucht braucht man auch nicht unbedingt. Kann ich gleich sagen. Wasserschwein, es ist eher wegen Fleisch. Ich hatte nicht das Problem in der Beta mit Fleisch gehabt, aber du kriegst wahrscheinlich, wenn du selber züchtest und schlachtest, kriegst du wahrscheinlich auch öfters Premium-Fleisch. Ich habe dafür Krokodile geschlachtet, immer selber, also so abgemurkst. Aber ich glaube, in der Haltung kann sein, dass du dann so Sachen. Fischfalle ist eigentlich ganz gut. Fisch war an sich, glaube ich, ganz gut. Gucken wir mal, aber die hat irgendwie bei mir dann nicht mehr funktioniert, übrigens. Warum auch immer. Futtertrog brauche ich, Wassertränke brauche ich auch eigentlich. Das auch wegen Lamafutter. Maskentechnik, das brauche ich erstmal nicht. Kochherd brauche ich. Fischsuppe war auch nicht schlecht übrigens. Das waren 100 LP, erhöht die maximale LP nach dem Verzehr 100, verringert den Wasserverbrauch 20 Minuten lang, stellt zusätzliche Sättigung und Hydration her. 100, Wasserverbrauch 40. Ja, es war aber auch nicht schlecht. Dadurch, dass man die Fische passiv bekommt, sage ich mal. Pilzsuppe, weiß ich nicht. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir brauchen eh ein paar Punkte. So, da haben wir jetzt erstmal alles gelernt, was wir brauchen. Da habt ihr aber auch festgestellt, mit den Klamotten kriege ich auch mehr Leben, ne? Also, mehr Kleidung, mehr Leben. Sieht man dann auch, ne? Passiv leben. Kochherd, was brauche ich denn für einen Kochherd? Dann kann ich da schon mal Fleischsuppe herstellen. Schlacht, Trophäentisch.
Stein 20, Keramikgussform. Also brauche ich erstmal so einen Keramik-Töpfertisch. Stein, Lehm, Holzplatte. Schreinertisch dann erstmal. Schreiner, Schlachtertisch, Töpfer, Handwerksbank. Was Handwerks? Nee, nee. Blöd oder ich weiß nicht. Doch hier, Schreinertisch. Ist doch da. Stell her. Gerb, Zeug, stell her. So. Ah, das ist immer noch blöd gemacht. Du kannst es da halt nicht so richtig an die Wand dran klatschen. Boah, hey, wo kollidiert das Ding denn mit dem Gebäude? Frage ich mich. Ah, okay, es geht so nach hinten. Holzplatten brauchen wir. Haben wir ja einige gebraucht. Trick dabei ist, jetzt kann ich die alte zuteilen. Betreuerin. Hier seht ihr übrigens ihre Fähigkeiten. Also was sie kann. Einmal, wie gut sie dabei ist und wie gut kann sie werden. Je nachdem ist es natürlich dann Holz und Stein. Sehen wir, die ist eigentlich in Holz und Stein gar nicht so gut. 79 ist nicht so gut. Es geht über 100 und 100. So, das ist ziemlich gut. So 96 bis 100 ist eigentlich ziemlich gut. So, sag ich mal. Oder ab 90 bis 100 ist ganz okay. Oder drüber. Deswegen ist sie eigentlich dafür nicht so geeignet. Aber wir nehmen die trotzdem. Die wäre, für was wären die denn geeignet? Die wäre für, okay, zum Kämpfen ist sie für Sperre geeignet, wie man sieht. Hat 96 da. Wenn sie sich ausgeskillt hat. Für Bergbau wäre sie okay gewesen. Für Ernte, ja, naja. Weben ist sie okay. Töpferei ist sie gut. Ja, mit dem Bogen ist sie gut. Ja, sowas. Hier, Stammesklingen werden nicht automatische Dinge. Ja, genau. Und sonst macht sie das jedes Mal in die Truhe, wenn sie das sich hier herstellt. Bestände, so. Ich platziere das jetzt einfach so, wie erstmal, dass das passt. Zack. Mehr auch nicht. Gäberei war sie, glaube ich, auch nicht gut, ne? Ja, auch nicht so. Na, egal. Wenn ich jetzt I drücke, war es E gewesen? Ja, war es gewesen. So. Jetzt müsste, wenn ich nicht fertig bin. Ach, scheiße, weil sie mir folgt, funktioniert das nicht. Ich muss. Beenden, F8, so, dann macht sie das nämlich. Kann sein, dass ich das nochmal starten muss oder ich war fertig mit dem Ganzen. Ja, okay, ich war fertig. Ah, oh, sag nicht, die bringt das jetzt. Doch, ich habe das aktiviert, dann dürfte die das gar nicht bringen. Ah, die setzt sich jetzt hin und chillt erstmal. Ist okay, das passt. Ich werde da, was Leder angeht, grobes Leder auf jeden Fall brauchen. Deswegen, zack, R, so. Jetzt müsste die aufstehen, hingehen und das machen. Hallo. Ja. Und dann, wenn ihr den Haken hier habt, lässt sie das auch drinne und packt das nicht in nahegelegene hier Truhe oder sowas. Macht sie dann nicht. Aber ich will es lieber drinne haben, dann weiß ich, okay, davon habe ich so und so viel da drinne. Finde ich persönlich besser. Erstmal, für den Anfang. Später, wenn man mehr hat, kann man ja eine Kiste daneben stellen. So, jetzt genug mit dem Gelaber. Ich brauche, oh, ja, Agilität, Belastbarkeit, Diskussion. Ach, ich bin schon fertig. Okay. So. Jetzt sollten wir, weil ich die Bretter habe, Töpferzeug herstellen können. Wo ist das? Töpferbank. Töpferei, wie ist das? Töpfertisch, Stein und Lehm. So. Stein hat man ja ein bisschen, aber wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen mehr.